Hallo meine Lieben und frohe Weihnachten! Herzlich willkommen zum vierten und letzten Advents-Special. Ich wünsche euch einen schönen Heiligabend oder Weihnachtsfeiertag oder was auch immer gerade ist. Auf jeden Fall kommt dieses Video ja an Heiligabend online, aber vielleicht guckt ihr es ja auch erst einen Tag später. Aber auf jeden Fall frohe Weihnachten von uns dreien. Ja, und wir haben uns auch für den letzten und vierten Advent ein schönes Video überlegt, ein weihnachtliches Video, bei dem ihr auch wieder, wie beim letzten Video, schön mitraten könnt. Wir erraten heute nämlich Weihnachtslieder. Ferris erklärt euch jetzt, was wir heute machen. Tolle Idee. Also, meine Schwester hat ein paar Liedtexte auf Deutsch ausgedruckt und mein Bruder und wir müssen alle drei das Lied in eine Geschichte verpacken und die anderen müssen erraten, welches Lied das ist. Genau, also einer zieht immer einen Zettel, guckt, welches Lied ist das, liest sich den Text durch und versucht aus dem Text irgendeine coole Geschichte zu formen und anhand der Geschichte müssen die anderen zwei dann raten, welches Lied es ist. Das Ganze in insgesamt 9 Runden, also jeder von uns erzählt 3 Geschichten und... Sind das nicht 10 Runden? Nein, jeder von uns erzählt 3 Geschichten und für den Notfall habe ich noch ein 10. Lied, falls halt am Ende Punktegleichstand herrscht, gibt es dann halt noch ein Lied, mit dem sich alles entscheidet. Ja toll, dann ist Last Christmas wahrscheinlich das 10. Lied. Sag ich ja. Es sind bekannte Lieder, es sind auch ein paar deutsche Lieder dabei, also eigentlich sollte sie jeder kennen, was ich da so rausgesucht habe. Von daher, ja, ratet gerne mit und schreibt uns hinterher doch gerne in die Kommentare, wie viel ihr gewusst habt. Und ansonsten dürft ihr dem Video auch gerne einen Daumen hoch geben, falls es euch gefallen hat, weil wir uns immer freuen, ja, wenn Resonanz da ist und wir wissen, wie die Videos bei euch ankommen. Und dann war's das an dieser Stelle, glaube ich. Und denke, wir legen los. Wer will als erstes ziehen? Ich. Ich habe zuerst nicht gesagt. Wir gehen von rechts nach links. Du darfst es uns nicht zeigen, du darfst den Titel nicht verraten, du musst anhand des Textes eine Geschichte erzählen. Darf ich den da auch nicht zeigen? Und du solltest, wenn du klug bist, dann... also zum Beispiel bei Last Christmas erwähnst du nicht die Worte letzte Weihnachten oder so, weißt du? Wie bei Tabu so ein bisschen, weil es soll ja nicht so einfach sein. Jetzt hoffe ich irgendwie, dass es nicht Last Christmas ist. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt. Darf ich es denen da im Dings auch nicht zeigen? Nein, die sollen mitraten. Die sollen mitraten. Wir gucken weg. Der Text steht ja da, also kannst du das durchlesen. Ich spule dann an der Stelle vielleicht ein bisschen vor. Genau. Kennst du die Texte eigentlich? Nee, oder kennt Ferris die? Wir kennen sie alle, weil wir die Lieder alle kennen. Ja, aber die Lieder sind teilweise auf Englisch. Ja, ich habe die Texte übersetzt. Ja, aber ich glaube schon. Also es sind Lieder, wo man, glaube ich, spätestens durch den Text des Refrains... Aber der Text ist ja auch egal, weil du erzählst... Ich glaube, es klappt. Mach einfach. Hab Vertrauen. Ich glaube, es klappt. Ich bin da ganz optimistisch und zuversichtlich. Wir hören die Lieder so oft so ein bisschen. Was sollte hängen geblieben sein? Also vorlesen darf man nicht. Nein. Du sollst sagen, es war einmal zum Beispiel. Oh, das soll ja dauern hier. Also es ist Weihnachten. Okay. Ja, die Nerven liegen blank. Wir denken an all unsere Nächsten. Wir treffen uns am Glühweinstand. Wir kaufen... Liest du gerade den Text vor? Nein, natürlich nicht. Wir gehen in alle Läden einkaufen. Ich umschmücke das Ganze oder benutze andere, wie wenn man ein Referat damals gemacht hat, ist von Wikipedia, was man abgekriegt hat. Oh Gott, okay. Ja, nicht im Jahr, er starb im Jahre 1991. Die ganze Stadt leuchtet und... oh Gott. Das glaube ich auch. Was zu sagen? Mir fällt ja gerade der Titel nicht ein, das ist ja das Probe. Im Notfall kannst du es noch vorsummen oder singen. Was ist in Barcelona führt? Barcelona? Das ist ein Weihnachtslied, kein Ballermann-Hit oder so. Nein, hier steht Barcelona führt. Da weiß ich doch nicht. Oh Mann, ich muss teilweise einen Satz vorlesen. Der Tod? Der Tod kennt keine Feiertage. Du sein uns Christmas. Ja. Das ist ja ein Lied für irgendwie, wo irgendwas passiert ist in Afrika. Ja, hier stand auch was mit. Aber das wollte ich ja nicht alles vorlesen, das ist total schwer. Also, letztendlich hat Nick den Text vorgelesen, weil die Nerven blank betreffen uns. Du sollst eine Geschichte wäre gewesen,
Emma sagt, juhu, endlich ist Weihnachten. Wie kommst du denn auf Emma? Keine Ahnung, weil die Katze Emma ist. Komm, wir gehen Glühwein trinken. Keine Ahnung, du musst es ausschmücken. Ich hab einen Punkt. Dann ist dir nicht mehr zu helfen. Okay, es geht los. Sind auch Lieder bei mit deutschen Namen? Ja. Ist da Wonderful Dreams bei? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Es war einmal eine junge Frau, die saß vorm Fenster und betrachtete... Frau Holle! Nein. Ah nee, wie hieß das? Und betrachtete das fürchterliche Wetter draußen, aber Mama. Immerhin hatte sie... Was? Was hast du gesagt? Mama! Aber immerhin brannte drin der Kamin, sodass es schön gemütlich war. Frau Holle macht das Fenster auf und... Ist das wirklich nicht Frau Hölle? Und so steht sie vor dem Fenster und wartet einfach darauf, dass das Wetter umschlägt und es anfängt zu schneien. Little Snow? Ja! Ein Punkt für Nick. Da bin ich nie drauf gekommen. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Ist da Frau Hölle bei? Oh, nein. Hinterher haben wir alle Ohrwürmer. Let it snow, let it snow. Nee, ich habe jetzt Frau Holle. Ach, scheiße. Ferris denkt, Ferris denkt, Ferris denkt, denkt, denkt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das obere oder das untere der Name ist. Das obere, das, das dick gedruckte. Ja, das dick gedruckte. Oder denkst du, der riesengroße Text ist der Name? Okay. Hierbei hier sind zwei dicke Dinger. Das unterstrichen ist. Der ist der beides. Name. Dann ist es vielleicht ein langer Name, der in zwei Reihen geht. Ja, das wäre möglich. Das sind einfach zwei verschiedene Namen bei den. Naja, egal. Ein russischer. Aber wenn wir eins davon rufen, dann ist ja. Das ist ja klar. Die zwei Namen? Nee, ne? Ich weiß es nicht mehr, was ich da gemacht habe. Vielleicht habe ich aus Versehen die erste Zeile vom. Nicht, dass du auf jeden Fall aus Versehen zwei Namen da drauf geschrieben hast. Sind es ja. Okay. Mit der Zeit. Also, es war einmal ein Mädchen. Ja. Dem fiel auf, dass langsam die Schokohasen zu Weihnachten. Winkenfelder, wenn die Zeit kommt. Das war zu einfach. Wer weißt du das? Was? Oh, da ist wirklich noch ein anderes Lied mit drauf. Ja, eben. Verdammt. Scheiße. Auf Franziska. Also, irgendwo ist ein Zettel ohne Text. Ich bin ja so gespannt. Ich habe mein heutiges Türchen noch nicht aufgemacht. Ja. Kannst du dich mal vernünftig hinsetzen und nicht so... Oh nein. Meine für wem? Nein. Darf's Christmas? Nein. Aber einfach so zu raten, das darf man nicht. Das ist gegen die Regeln. Du hast keine Regeln vorgelesen. Das ist gegen die Regeln. Also während Nick nachdenkt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so Weihnachten feiert. Oder je nachdem, welcher Tag heute ist, was ihr noch so vorhabt in den Weihnachtsfeiertagen. Dann habt ihr vielleicht eine Beschäftigung, während Nick nachdenkt. Das kann manchmal ein bisschen dauern. An einem bestimmten Weihnachten... Last Christmas. Es ist Last Christmas. So, klar, ich hab dir gesagt, vermeide diese Stelle. Ich hab's doch versucht. Du hättest einfach sagen können, ich hab dir mal mein Herz geschenkt. Und dann ja, das wäre trotzdem auf Last Christmas. Wollte ich gerade sagen, das Problem ist einfach, dass Last Christmas zu bekannt ist und man diesen Text nie wieder aus dem Kopf kriegt. Ja, eben. Also ein Punkt. Vor allem, weißt du, seit wann ich daran denke, als du mich neulich angerufen hast, mit der Videoidee, da saß ich im Auto. Und hab mich. Nee, das war eine Sprachnachricht. Da saß ich im Auto. Und hab mir die Sprachnachricht angehört. Auto beim Fahren? Nein, ich saß vorne auf dem Parkplatz, ich bin gerade wiedergekommen. Und da sagst du mir, ja, eines Jahres habe ich dir mein Herz geschenkt und dies, das und seitdem ist mir das nicht aus dem Kopf gegangen. Und letztes Mal. Ah, das finde ich gut. Oh Gott, wie mache ich das? Einmal an einem ganz bestimmten Tag, da gab es ein Zeichen für ein ganz bestimmtes Ereignis. Und dieses Zeichen war für jeden zu sehen und daraufhin machten sich alle auf den Weg zu... Stern von Bethlehem. Ja. Also eigentlich heißt es Stern über Bethlehem, aber du meinst das richtig. Oh, ich war gerade am Überlegen. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Ist das dein Lieblingslied aus der Kirche? Nein, das ist nicht. Ach, komm schon. Das zeig, war wo sie nicht. Steht. Das war aber auch ein bisschen leicht. Weil ich glaube, das ist kein richtiges Weihnachtslied. Das, also wie du das gemacht hast, war auch schon fast zu leicht. Ja. Aber es läuft immer zu Weihnachten in der Kirche. Punkt für... was wollte ich eben sagen? Ich freue mich am meisten an Heiligabend. Einfach darauf, am Sonntag an Heiligabend aufzuwachen und festzustellen, dass Heiligabend ist.
einfach so zu wissen, ja, jetzt ist es soweit und dann kommt die Freude auf alles und dann kommen 3, 4, 5, 6, 7 ganz tolle Tage und ja. Ich bin die letzten Jahre an Weihnachten aufgewacht und dachte, das ist ein ganz normaler Tag. Das Ganze passiert erst abends alles. Nein. Bis mittags um 2 oder mittags um 3 oder so ist es genau der gleiche Tag. Und dann essen wir gemütlich Mittag und du kannst schon mal deine... Du, genau, gerade du, kannst dann deine Geschenke noch einpacken, weil du das nämlich meistens immer erst kurz vor der Bescherung machst. Ich hatte schon meine ganze... Ich muss noch ein Geschenk kaufen. Ich habe alles. Alles? Kann ich das auch so ein bisschen aus der Ich-Perspektive erzählen? Also, ja, pass auf. Kann ich auch machen, okay. Ich habe einen bestimmten Wunsch. Und das Einzige, was ich finde, ist, dass der Wunsch... All I want for Christmas! Woher weißt du das? Das Einzige, was ich mir wünsche, das kann nur All I want for Christmas sein. Ja, wollte ich, wollte... All I want for Christmas! Ich muss mir die Nase putzen. Warum krieg ich die ganzen Lieder, die so sind? Weil du es einfach nicht kannst. Das Lied hast du sogar schon überklebt. Oh ja, toll. Glaubst du, ich weiß nicht mehr, welches das war? Ja, dann ratest du halt nicht mit. Das ist ja unfair. Das funktioniert nicht. Gott sei Dank habe ich 10 Zettel gemacht. Warte, vielleicht weißt du es nicht mehr. Wie, weißt du das noch nicht? Das ist auch noch so einfach, da kommt Ferris auch so drauf. Text kenne ich gar nicht. Wirklich nicht? Ich könnte jetzt auch sagen, aber da würde ich zu viel verraten für Ferris. Es war einmal in einer ganz besonderen Nacht. Da stand ein Junge mit Locken im Haar. Irgendwo rum, ich weiß nicht mehr wo. Nein, und er hoffte einfach nur auf Ruhe, um schlafen gehen zu können. Schöne Nacht, heilige Nacht. Ja. Ein Punkt für Ferris. Ja, aber du konntest doch nicht mitraten. Hier, egal. Dieser Text da, den kenne ich gar nicht. Ist das vielleicht der Grund, warum wir beim letzten Weihnachten bei... Keine Ahnung, der Text stand im Internet. alle einen verschiedenen Text gesungen haben? Ich träume von Liebe und Frieden. Das war jetzt viel zu einfach, Franziska. Kannst nicht anders machen. Ja, siehst du, ich sag's. Vor allem, ich hab mir den Text ein paar Mal auf Deutsch durchgelesen. Ich sag doch, es gibt Lieder. Das kann ich ja nicht wissen, dass du dir aus Langeweile englische Texte auf Deutsch durchliest. Ja, ich wollte mal wissen, was das auf Deutsch heißt. Ich sag doch, es gibt Lieder, da kann man's gar nicht anders machen. Das ist ein Punkt für Nick, ein für mich. Müsstest jetzt einen Punkt machen, um gleichzeitig mit Gleichstand zu haben. So. Also, wir haben wahrscheinlich Gleichstand. Oh, nee. Wir haben sowieso Gleichstand. Ferris hat aber Lieder so. Das ist ja leicht. Wie soll ich das denn verpacken? Ja, das Problem hatten wir eben auch schon. Das ist könnt ja auch gerne, fällt mir gerade ein, ihr könnt ja auch mal nicht nur schreiben, welche Lieder ihr erraten habt, sondern ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, welches Lied ihr wie Ferris, in der Geschichte verpackt hättet. Das ist schlimmer in der Geschichte zu verpacken, als eine Celebrations-Packung mit Geschenkpapier einzuwickeln, vernünftig. Oh ja, Papa weiß immer, was er kriegt. Oh, scheiße, Times, come on. Ich kann keine der Wörter benutzen, weil sonst zu leicht wäre. Ja, dann mach's wie bei Tabu und benutze andere Wörter. Der geht ja. Mach's mit Pantomime, so. Cool. Das wäre auch eine Idee gewesen, Weihnachtslieder Pantomime. Daran habe ich die ganze Zeit gedacht, aber ich dachte, das passt nicht zu. Es geht um die Weihnachtszeit. Nein. Doch. Sag nicht sowas. Ist irgendwas mit Time for Christmas, oder? Das hatten wir schon. Oh. Ja, ich weiß nicht genau, wie das Lied heißt. Ich weiß nur, dass... Ich warte auf Hinweise. Ja, ich überlege gerade, wie das mache, ohne dass es zu leicht ist. Ich kann dir mal was anderes sagen. In dem Text kommen viele Adjektive vor. Toll. Ich habe einen Verdacht. Zum Thema Weihnachtszeit. Nein. Zum Thema Weihnachtszeit? Ohne Fröhliche. Ja. Ohne Fröhliche, ohne Seelige, dann bricht eine Weihnachtszeit. Ich wollte gerade sagen, du musst einem auch eine Chance geben zum Überlegen. Yay! Okay, du musst den letzten, weil Ferris und ich haben Stechen. Ferris und ich haben 4-4, Nick hat 2 Punkte, sprich Nick macht jetzt den letzten entscheidenden Zettel und wir gucken, wer gewinnt. Geh weg. Du darfst nicht gewinnen, Was? Wieso lachst du? Was ist los? Was ist kaputt bei dir? Was ist jetzt los? Nicht. Leute fahren mit einem Pferdeschlitten. Da bin ich vor Christmas. Was? Da bin ich vor Christmas? Der fährt im Auto, nicht auf dem Pferd. Hätte sein können. Was weißt du, dass der im Auto fährt? Ja eben, da wird niemand das Wort Auto erwähnt, ne? Aber bei Christel war die Frage, worin fährt er? Und die Antwort im Auto war richtig. In einem offenen Pferdeschlitten über die ganzen Felder.
Rudolf? Nein. Warum heißt das nicht, nicht nur Rudolf? Fährt Rudolf in dem Pferdeschlitten? Wer weiß, vielleicht war es mal einer. Vielleicht heißt das Pferd Rudolf. Weißt du, ich sag's nicht gern, aber ich kann alle anderen Wörter hier nicht benutzen, weil sie sofort auf das Lied hinweisen würden. Dann geht's halt darum, wer schneller rufen kann. Vor allem, na gut, dann kann ich's ja, dann ist, das wird jetzt eh einfach. Okay. Dann kann ich euch aber auch sagen, wenn ihr schlau werdet, wisst ihr das Lied schon. Weil es die letzte Karte ist. Ja, ich weiß es nicht. Nee, super, die Franziska guckt schon so. Ich hab die. Ich rede weiter? Peres, streng mich an, okay? Enttäusch mich jetzt nicht. Ich hab die Liedtexte aber gerade gesehen, das erkennt sie. Man hört überall das Glöckchen läuten. Nein, wir waren schneller. Ja, waren beide gleich schnell. Verdammt! Ja, was tun wir? Das hätte man wirklich. Ja, weil das mit dem, wo der Titel fehlt. Ja, ja, ich hab doch gesagt, wenn ihr beide. Es ist der letzte Zettel. Okay, das hast du mir vorhin selbst gesagt. Dann ziehst du dir jetzt nochmal einen Zettel raus und liest eine. Ja, und das ist dann wahrscheinlich Last Christmas, oder? Und liest eine Textzeile vor, am besten eine, die man nicht sofort erkennt. Also eine ganz schwere. Ja. Dann hast du ohne Fröhliche, ne? Und derjenige, der die Zeile, also das Lied anhand dieser Zeile errät, der kriegt den entscheidenden Punkt. Machen wir es so. Trommelwirbel. Nick war zu langsam. Nick hat's versaut. Ist noch nicht bereit. Wenn schließlich gute Nachtküsse gegeben werden, hasse ich es, raus in den Strom zu gehen. Was? Aber wenn du mich festhältst, werde ich den ganzen Weg nach Hause warm sein. Das Feuer stirbt langsam. Und mein Liebling war. Let it snow? Let it snow, ja, wollte ich auch gerade sagen. Let it snow. Oh, ja! Nein, ich war zu langsam! Nett, ich hab gefahren. Wegen dem Kaminfeuer, ich kam nicht mehr auf den Titel. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab verloren. Tja, ich muss sagen, Felix hat gewonnen, ganz ehrlich. Ich hab nicht mal gewonnen. Du hast verloren, das sind 2 Punkte. Ja, und aber irgendwie finde ich es bei diesem Video nicht schlimm. Und hier seht ihr mal das Endergebnis, wenn die Kamera das richtig zieht. Das glaub, Licht ja. ist ein bisschen scheiße. Ja, glaub, man sieht es gerade so, aber du das ist auf jeden Fall. Ich hab 5 und Nick hat 2. Doch, jetzt hab ich auch mal gewonnen. Also er hat die Punkte, die wir beide zusammen hatten, eben nochmal zugerechnet. Dir wird die Weihnachtsmütze entzogen. Oh! Nein! Gib mir meine Mütze! Nick wird entzogen, weil er verloren hat. Ja, das war's! Aber ich war Moderator. Wie so eine Katze. Ja, dann haust du mir wieder vors Gesicht. Ja, dann muss ich das mit den Füßen machen. Jetzt bin ich wieder sowas getroffen. Ich weiß. Das war das letzte Adventsvideo. Ich hoffe sehr, oder wir hoffen sehr, euch haben diese Adventsvideos gefallen. Schreibt uns gerne, wie gesagt, welche Lieder hättet ihr erraten, wie hättet ihr sie beschrieben, was macht ihr an Weihnachten? Wir freuen uns alle auf eure Kommentare. Und es wird noch ein Video geben von uns dreien, nämlich an Silvester. Dieses Jahr wird es noch ein Video geben von uns dreien. Ich war ja noch nicht fertig. Oh. Auf jeden Fall an Silvester. Ihr hattet uns ja Fragen geschickt rund um Silvester unter unserem ersten Adventsvideo, weil ihr gerne ein Silvester-Video haben wolltet. Und das machen wir natürlich gerne. Wir haben auch alle Fragen schon gesammelt. Es sind, glaube ich, 14 Stück bisher. Wenn euch aber jetzt noch eine Frage auf der Seele brennt, dann könnt ihr sie natürlich auch noch in die Kommentare posten und ich gucke, ob es die noch nicht gab, weil doppelte Fragen brauchen wir ja nicht, aber ne, falls es noch eine neue Frage ist, nehme ich die gerne noch mit auf. Und ja, nächstes Jahr wird es auch noch Videos geben, wobei ich glaube, wir machen im Januar erstmal eine kurze Pause. Ich habe im Januar auch so sehr viele andere Videos in Planung und dann haben wir aber noch ein paar Ideen für weitere Videos. Mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Wir wünschen euch noch wunderschöne Feiertage. Auf jeden Fall. Auch wenn ihr noch ein Silvestervideo kommt, wünschen wir euch trotzdem schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil es kann ja sein, dass ihr das Video erst später seht. Rutsch bloß nicht daneben. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.